und ich mit meinen 12 Jahren sitze da auf dem Stuhl, sehe, wie meine Eltern neben mir heulen und ich denke mir so, erstens, wieso heulen meine Eltern und zweitens, was ist ein bösartiger Tumor? Jule Be Like, ein SWR-Podcast. Hi Leute, ich bin Jule, 19 Jahre alt und vielleicht kennt ihr mich von TikTok oder Instagram. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem möchte ich mir alle Fragen, die ich so habe, beantworten lassen. Damit ich das nicht selbst machen muss, lade ich mir Gäste ein. Und wir quatschen zum Beispiel über Familie, Freundschaften, Trends und ich verspreche euch, ihr werdet einiges Neues erfahren. Natürlich auch über mich. Und jetzt geht's los. Hi, willkommen bei einer neuen Folge Jule Be Like. Ich habe heute wieder super spannende Gäste und das Thema, über das ich heute reden werde, ist mein absolutes Herzensthema und zwar geht es um meine Krebserkrankung. Ihr stellt mir ja auch sehr oft Fragen dazu und die werde ich heute mit euch versuchen zu beantworten und dabei helfen mir meine Gäste. Das ist heute meine Freundin Julia, sie hatte ebenfalls Krebs und meine damalige Ärztin Frau Dr. Plattmann, sie arbeitet in der Kinderonkologie, das heißt sie arbeitet mit Kindern zusammen, die Krebs hatten und als Joker ist auch noch meine Mama Tanja dabei, weil die sich einfach an viel mehr Situationen während meiner Behandlung erinnern kann, die weiß einfach viel mehr Sachen, die ich zum Beispiel schon vergessen habe, weil ich war da ja 12 Jahre alt. Und bevor es aber losgeht, noch eine kleine Triggerwarnung. Falls es für euch ein sehr sensibles Thema ist und es euch damit vielleicht nicht so gut geht, hört die Folge lieber mit jemandem zusammen an und jetzt geht's los. Lass quatschen. Hallo Julia und hallo Mama. Wie schön, dass ihr heute hier seid. Hallo Jule. Hi Jule. Also meine Mama kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus meiner allerersten Podcast-Folge oder aus meinen Videos. Sie wird sich heute etwas mehr zurückhalten und für mich eher so ein Joker sein, falls ich mich an manche Sachen halt nicht mehr so erinnern kann, weil sie weiß es halt einfach noch viel besser. Sie hat auch ein Buch geschrieben, in dem alles drinsteht. Ein riesengroßes, langes Buch. Aber meine Freundin Julia, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Ich freue mich riesig, dass sie heute extra hierher gekommen ist aus Würzburg, um mit mir zu quatschen. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, Julia? Ja, hallo, ich bin die Julia. Ich bin 22 Jahre alt, mache gerade eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten. Das ist sowas Ähnliches wie eine Arzthelferin von einer Arztpraxis. Ja, und ich bin heute da, weil wir beide Krebs hatten, eine Krebserkrankung durchgemacht hatten und ich ja einen Hirntumor hatte. Und ohne unsere Krebserkrankung hätten wir uns wahrscheinlich, also wir hätten uns nicht kennengelernt. Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen mehr über unsere Erkrankungen reden. Ich bekomme dazu auch immer ganz viele Fragen von meinen Zuschauern. Zum Beispiel, wie ich das rausgefunden habe, wie alt ich war oder ob ich Angst hatte. Halt so das Übliche, was man sich halt so fragt als Außenstehender. Also ich fange an, wie wir das rausgefunden haben, dass ich Krebs habe. Und zwar waren wir im Urlaub. Wir waren auf Rügen 2015, gell? Ja, Sommer 2015, im August. Ich war 12 und dann an irgendeinem Abend sind wir rausgegangen. Ich hatte einen Spaghetti-Träger-Top an. Und ich bin neben meiner Mama gelaufen und dann guckt sie halt so auf mich runter und sieht links an meinem Hals so eine richtig fette Beule. Und dann dachte meine Mama erstmal, es wäre ein Schnakenstich von irgendeiner Mücke und ich wurde jetzt gestochen, weil wir sind im Urlaub am Meer, das sind eh viele Tiere. Ein entzündeter Schnakenstich, weil es war ein richtiger Bullen. Ja, also es war dann die Diagnose von meiner Mama und dann sind wir erstmal zur Apotheke gegangen. Ich fand das ja auch alles ein bisschen arg Hetze und so, ne, bisschen so übertrieben. Ich dachte, das geht schon wieder weg. Der Bullen wurde aber größer. Ja, logisch, weil Krebs wächst ja, Krebs wird immer größer. Und dann wurde meine Mama immer stutziger und dann wollten wir zu meinem Arzt gehen. Problem, mein damaliger Arzt war im Urlaub, also sind wir zum Vertretungsarzt gegangen. Der hat Blut abgenommen, der hat Sonographie gemacht. Sono ist das, was bei Schwangeren immer gemacht wird am Bauch mit diesem Glibberzeug. Ne? Das wird bei mir nur am Hals gemacht. Und hat dann gesagt, ja, es ist nichts Besorgniserregendes. Und wir sollen wieder nach Hause gehen. Also so ein Lymphknoten schwillt halt mal an, der schwillt aber auch wieder ab. Und dann irgendwann hat uns mein richtiger Arzt, der dann vom Urlaub zurück war, nochmal angerufen. Dann hat mein richtiger Arzt gesagt, wir sollen bitte nochmal zu ihm kommen. Und der dann das Gleiche gemacht, wie der andere Arzt, Blut abgenommen, Sono. Und der hat dann gesagt, gehen Sie bitte morgen sofort ins Krankenhaus. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, nach den ganzen Untersuchungen, da wurde noch eine Operation gemacht mit Biopsie, Biopsie ist Gewebeentnahme. Das heißt, man hat dann den mutmaßlichen Schnakenstich von mir aufgeschnitten und dann Gewebe daraus entnommen. Und dann konnte man halt gucken, ist es gut oder böse. Böse ist Krebs und meins war böse. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, Jule, du hast einen bösartigen Tumor. Und ich mit meinen 12 Jahren sitze da auf dem Stuhl, sehe, wie meine Eltern neben mir heulen. Und ich denke mir so, erstens, wieso heulen meine Eltern? Und zweitens, was ist ein bösartiger Tumor? Der hat das Wort Krebs nicht gesagt und deshalb wusste ich auch nicht, was ich habe.
Mein Papa hat mir in dem Abend gesagt, dass ich Krebs habe. Also da hat er wirklich gesagt, Jule, du hast Krebs. Und damals habe ich ja geheult an dem Tag, wo der Arzt zu mir gesagt hat, dass ich einen bösartigen Tumor habe. Ich habe aber nicht geheult, weil ich wusste, dass ich Krebs habe, weil da wusste ich es ja noch nicht. Sondern ich habe geheult, weil der Arzt zu mir gesagt hat, dass meine Haare ausfallen werden. Genau. Julia, erzähl mal, wie hat man denn bei dir überhaupt festgestellt, dass du Krebs hast? Also wie hat man das gemerkt? Hast du das gemerkt oder? Also ich habe es gemerkt. Im Gegensatz zu dir hat man das bei mir zum Beispiel überhaupt nicht gesehen oder ertasten können, sondern bei mir gab es dann eine gute Julia und eine böse Julia in mir. Und die böse Julia hat praktisch die Überhand über mich ergriffen. Und dann irgendwann haben wir einen Termin gemacht, einen MRT. Da hat man halt in meinem Kopf einen Tumor gesehen. Und der Tumor war 4x8 cm groß, also Krebs in meinem Kopf. Und dann sagt halt der Arzt zu meiner Mama, zu meiner Familie, die Julia ist schwer krank. Und das Einzige, was ich halt dann noch gesagt habe, war, lass loslegen, damit ich ja, halt überlebe. Mhm. Der Arzt meinte dann, dass es wichtig ist, dass der Tumor rausoperiert wird. Und da wurden extra Operateure aus der Schweiz nach Würzburg geordert, also hergebracht, damit sie mich operieren. Aus der Schweiz? Aus der Schweiz. Der Doktor hieß sogar Dr. Schweizer. Oh. Tatsächlich. Die sind extra aus der Schweiz gekommen. Die sind extra aus der Schweiz gekommen und haben mich dann eben operiert, weil mein Tumor eben so selten ist. Oder selten war. Er ist ja zum Glück nicht mehr in mir drin. Der wurde restlos entfernt. Das ist schon krass. Julia, gibt es denn für dich irgendeinen besonderen Moment, den du mit deiner Erkrankung verbindest? Die schönste Sache an der ganzen Therapie war halt natürlich, als meine letzte Chemo gelaufen ist. Ja. Die letzte Minute, wo wir dann Musik angemacht haben. Haben wir das gemacht? Ja, wir haben Musik angemacht und der Countdown ging dann und kam meine Schwester Babsi und dann kam sie so tanzend rein und ich so, ja, du erlöst mich jetzt, ne? Und sie so, ja, ich erlöse dich jetzt. Und das war einer der schönsten Momente. Da gibt es auch ein Video, das hat meine Schwester, aber ich habe geheult vor Freude und ja, das ist einer der schönsten Momente, die ich da erlebt habe. Oh, wie schön. Also für mich ganz besonders ist ein Armband und das habe ich gerade auch an, ich kann es euch leider nicht zeigen, aber das Armband, das seht ihr bestimmt auch mal auf meinen Videos oder Fotos, das ist so ein silbernes Armband, das habe ich zu meinem 13. Geburtstag bekommen, den ich auch im Krankenhaus gefeiert habe. Und immer wenn ich was geschafft habe, also immer wenn ich eine Chemo geschafft habe oder wenn ich immer ein Stück näher kam zu meiner Gesundheit oder wenn ich eine Operation überstanden habe, da habe ich immer so einen Anhänger bekommen. An meinem Armband ist hier zum Beispiel ein Kreuz oder ein Eiffelturm, ein Schuh und jeder Anhänger steht halt für eine Sache, die ich geschafft habe und das ist richtig schön und das Armband, das bedeutet mir alles und das ist so eine der schönsten Sachen, die ich in der Zeit bekommen habe. Und mein schlimmster Moment war tatsächlich der Tag, wo ich meine Haare abrasiert bekommen habe. Die Haare, die fallen ja aus, wenn man Krebs hat. Also die fallen einem wirklich aus. Auch die Augenbrauen und die Wimpern und die Armhaare und die Beinhaare. Also wirklich überall, wo ihr Haare habt, das fällt alles aus. Und zwar ist es halt von der Chemo. Ne? Die Chemo, das ist ja Gift. Und das Gift, das tötet alle Zellen im Körper, die sich schnell teilen. Deshalb fallen Leuten, die Krebs haben und eine Chemo bekommen, die Haare aus. Das ist so. Und Julia, hattest du eigentlich auch so einen Glücksbringer oder ein Kuscheltier, das dir besonders geholfen hat, so wie mir das Armband? Also bei uns auf der Station hat jeder eine Kette gemacht mit verschiedenen Perlen. Und für jedes Mal, ob man Blut gekriegt hat oder ob man eine Spritze gekriegt hat oder für irgendwelche Untersuchungen, wie zum Beispiel bei dir die Armbänder, haben wir dann verschiedene Perlen bekommen, die wir dann an so einen Faden dran gehangen haben. Und ja, und so haben wir auch gesehen, umso länger halt die Kette auch wurde, wie viel wir eigentlich schon geschafft haben. Und am Ende, wenn man wirklich komplett fertig war, hat man halt seine letzte Perle halt hinten dran gesteckt und man wusste, man war fertig. Und die Kette hängt bis heute noch über meinem Bett. Und jedes Mal, wenn ich traurig bin und irgendwie an mir zweifle, gucke ich mir diese Kette an und denke mir, sag mal, so schlimm ist es doch gerade eigentlich gar nicht. Du hast schon so viel Blödes erlebt, ja. Da kann dir jetzt eigentlich gar nichts mehr passieren. Und wie war das für dich, so viel im Krankenhaus zu sein, Julia, und niemanden sehen zu können? Man kann sich das ja vielleicht ein bisschen durch Corona vorstellen, ne, wie das ist, immer zu Hause zu sein.
und man nicht so viel machen kann, weil halt echt alles zu hat. Und wenn man Krebs hat, dann ist es eben auch so, dass man nicht raus darf und man darf niemanden sehen, weil das Immunsystem halt echt geschwächt ist. Und wie hast du das so isoliert wahrgenommen? Also wie war das für dich, so immer eingesperrt zu sein, sag ich mal? Also tatsächlich war es für mich eigentlich eher weniger schlimm, weil ich schon von Grund auf eher so der Einzelgänger war. Wir hatten ein riesen Spielzimmer zum Beispiel und dann haben wir uns immer zusammen getroffen. Ich hatte Glück, ich war mit Leuten, die so in meinem Alter waren, auch dann mit drauf. Und da haben wir hinten in der Ecke gebastelt oder da waren auch Therapeuten da und auch Lehrer. Da habe ich immer so getan, als würde ich schlafen. Ich auch! Ich habe auch immer so getan, als ob ich schlafen würde. Ich hatte keine Lust auf Unterricht. Also ich habe mich tatsächlich schon isoliert gefühlt, weil bei mir sind dann auch irgendwie alle mit Maske reingekommen. Also so wie jetzt mit der Maske sind halt damals alle reingekommen. Und zwar vor 6 Jahren. Da gab es kein Corona, noch nicht. Und es war halt schon krass anders. Wie lange war ich denn in Behandlung, Mama? Ich war gar nicht so lange in Behandlung. So ein Dreivierteljahr, gell? Du hattest 5 Monate Chemotherapie. Ja, also eigentlich gar nicht so lang. Und meine letzte Chemo war dann am 18. Januar 2016 und ab da bin ich auch krebsfrei und diesen Tag feiern wir auch immer. Julia, wie lange warst du eigentlich in Behandlung? Also ich war ja 5 Monate, jetzt bin ich gespannt, wie lange ging es bei dir? Also bei mir ging es 1 Jahr und meine letzte Chemotherapie war am 31.12.2015. Boah, da war ich noch mitten in der Therapie, gell? Mhm. Und wie oft musst du jetzt noch zur Nachuntersuchung? Wenn es alles nach Plan läuft, habe ich 2-mal im Jahr eine Nachsorge, ja, und bekomme dann halt mein MRT am Kopf. Und bis heute ist in meinem Kopf nichts nachgewachsen und ich bin gesund und ich bin so glücklich darüber. Gott sei Dank. Also ich gehe 1-mal im Jahr zur Nachsorge, aber ich freue mich da tatsächlich drauf. Wisst ihr warum? Weil immer nach der Nachsorge, wenn nichts ist, also wenn ich halt krebsfrei bin, was bisher auch immer der Fall war, danach gehen wir immer lecker essen, meine Mama und ich, und shoppen, weil meine Mama sagt immer, so ein Termin immer mit was Schönem verbinden. Das ist das Beste, was man machen kann. Ja. Und warst du danach, also nach deiner Therapie, dann noch länger zu Hause oder konntest du direkt wieder alles machen? Also ich war erstmal in Reha und ich musste einfach das Leben, glaube ich, komplett neu lernen. Das heißt, also ich konnte sprechen und denken, klar, aber dieses Alltägliche, dieses Laufen, zur Küche mal ganz kurz laufen, wieder zurück ins Wohnzimmer, das war für mich schon echt richtig, richtig schwer, oder einfach mal so einen Tag mit Freunden verbringen, das konnte ich nicht. Aber jetzt, 6 Jahre später, sind alle meine Kräfte wieder zurück. Wie war das bei dir? Als ich mit der Therapie fertig war, hat mir mein Arzt damals gesagt, dein Akku wird nicht mehr auf 100% laufen. Das geht maximal bis 60-70%. Mhm. Aber heute kann ich sagen, ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt wieder die Power habe, dass sich das durch die Jahre jetzt wieder erholt hat, weil ich jetzt mittlerweile auch meine Wunschausbildung machen kann und meine 8,5 Stunden ganz normal arbeiten kann. Und das macht mich halt auch echt stolz. Warst du eigentlich immer so voller Hoffnung und hast dran geglaubt, dass du wieder gesund bist? Oder hattest du zwischendurch auch echt mal Angst, dass der Krebs gewinnen könnte? Natürlich. Also ich glaube, in so Momenten hat jeder Angst, dass man da irgendwie, dass man halt einfach sein Leben verliert an der Sache. Aber ich habe mir schon immer gesagt, auch vor der Krebserkrankung, der Sinn des Lebens ist Leben und das war's. Und da gehört alles mit dazu, Schlechtes und Gutes. Und da habe ich mich halt auch immer fest dran gekrallt und das hat mir auch immer wieder Hoffnung gegeben und mich halt auch stark gemacht. Also ich habe halt immer dran geglaubt, dass ich es schaffen werde. Ich hatte nie einen Zweifel daran. Würdest du denn sagen, dass es etwas gibt, was du ganz anders machst, seitdem du Krebs hast? Natürlich. Leben. Ich lebe ganz anders. Keine spezielle Sache, einfach das Leben von Sekunde zu Sekunde genießen. Ja. Alles Gute, alles Schlechte mit aufsaugen. Das machen, was einem glücklich macht. Seine Ziele verfolgen. Ganz das Leben ganz anders genießen. Ich auch. Und Julia, wie sind eigentlich die Menschen mit dir umgegangen, als du wieder gesund warst? Also ich wurde halt immer total anders behandelt, so das. Aber ich wollte eigentlich ganz normal behandelt werden, so dieses ganz Normale. Wie wurdest denn du behandelt? Wurdest du auch anders behandelt? Also es deckt sich, glaube ich, auch mit dir. Also was Schule und sowas betrifft oder auch meine Eltern, meine Familie haben mich immer, sage ich mal, ein bisschen betüttelt. Das war ein Kampf, dass ich wieder in die Schule durfte mit meiner Mutter. Ich wollte unbedingt auch wieder in die Schule.
Also bei mir hatten halt, das habe ich schon gemerkt, hatten halt sehr viele auch Berührungsängste und haben mich halt einfach total anders behandelt. Klar verstehe ich das auch, dass man da ein bisschen Angst hat und man nichts falsch machen will, aber ich hätte mir damals einfach gewünscht, dass man mich wie ein ganz normaler Mensch, so wie jeder andere, dass man mich auch so behandelt, weil ich habe mich einfach nicht normal gefühlt in dem Zeitraum. So. Was ich halt auch schön gefunden hätte in der Situation, dass halt man einfach nachfragt, einfach zu der Person hingeht, muss ja nicht nur Krebserkrankung sein, allgemein, wenn jemand komisch oder so ausschaut, dass man einfach hingeht und fragt, hey, ist alles in Ordnung bei dir oder hey, kann man dir irgendwie helfen und dann halt offen mit der Person kommunizieren und fragen, ob es ihm halt gut geht. Ja, danke Julia, dass du heute extra aus Würzburg angereist bist und mir deine Geschichte erzählt hast. Die ist wirklich super beeindruckend und danke Mama, dass du da warst als mein Joker und macht's gut und bis bald. Bleibt gesund. Sehr gerne, Jule. Danke, dass ich da sein durfte. Ihr stellt mir auf Insta ja immer ganz viele Fragen. Zum Beispiel, warum ich Krebs hatte, ob das ansteckend sein kann, was bei einer Chemotherapie passiert. Und das will ich jetzt alles lernen. Erzähl mehr. Jetzt ist meine damals betreuende Ärztin Frau Dr. Plattmann zu Gast. Als ich Krebs hatte, war sie Oberärztin und hat mich von Anfang an mitbegleitet. Und jetzt ist sie Chefärztin der Kinderonkologie, also der Kinderkrebsstation des Klinikums Stuttgart. Hallo Frau Dr. Plattmann. Hallo liebe Jule. Schön, dass Sie heute hier sind. Wollen Sie sich vielleicht mal kurz vorstellen und vielleicht kurz sagen, was Sie denn genau so machen? Sehr gerne. Ich freue mich wirklich, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Fachärztin für Kinderheilkunde und in dem nochmal Fachärztin zur Behandlung von Krebs und Bluterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Ja, also für mich sozusagen damals. Genau. Das heißt, ich behandle keine Erwachsenen mit Krebs, sondern eben ausschließlich Kinder. Ich habe ja vorhin schon mit meiner Freundin Julia gequatscht und sie hatte einen richtig seltenen Hirntumor und uns ist beiden wichtig geworden, offen über unsere Krebserkrankungen zu reden und auch aufzuklären. Ich hatte im Gespräch mit Julia auch noch meine Mama als Joker dabei, weil ich nicht mehr ganz so viel aus der Zeit weiß, als ich Krebs hatte. Mir wurde auch immer gesagt, dass das ganz normal ist, aber woran liegt es denn eigentlich, dass ich mich an viel aus dieser Zeit nicht mehr so erinnern kann? Einmal ist es jetzt ja schon 6 Jahre her, genau. Fast 7. Da warst du einfach noch jung. Dann ist es so, dass es schon natürlich für dich ein ganz furchtbares Erlebnis war. Es war ja auch keine schöne Zeit. Und der Mensch kann schon verdrängen. Und so ist es ein bisschen mit der ganzen Therapiezeit. Deswegen rate ich eigentlich auch vielen dazu, es einfach aufzuschreiben, wenn sie können, so eine Art Tagebuch zu führen, Fotos zu machen. Ja. Nicht alle wollen das, weil sie sagen, es ist ja blöd, ich schreibe das doch nicht auf, ich will kein Bild von mir, wie ich keine Haare habe und so. Aber tatsächlich vergessen es die allermeisten doch ziemlich schnell oder vergessen vieles davon. Ich denke mir auch immer, dass ich damals hätte mehr Fotos machen sollen, weil ich habe, wenn ich mir den Ordner gucke, sind da ganz wenige Fotos drin. Das ist schon schade. Ja, und wie gesagt, echt ganz gut, dass der Körper das verdrängen kann, weil es eben keine schöne Zeit ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall mega, dass es funktioniert. Und ich weiß noch genau, dass ich damals, als mir gesagt wurde, dass ich Krebs habe, gar nicht wusste, was es genau ist, weil ich war da ja 12 Jahre alt. Und viele, die gerade zuhören, geht es wahrscheinlich ähnlich. Zumindest kam die Frage auch oft von meiner Community. Könnten Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was Krebs eigentlich ist und was bei einer Erkrankung im Körper passiert? Ja, Krebs ist sozusagen, wenn irgendeine Zelle in eurem Körper anfängt zu spinnen. Zellen sind ja die kleinsten Teile in den Organen, im Blut, überall in deinem Körper. Und die werden teilweise erneuert, die verändern sich. Die können eben, wir sagen, entarten die Ärzte, also böse werden. Mhm. Und normalerweise hat der Körper auch so Schalter, so Mechanismen, das zu verhindern. Manchmal eben nicht. Und dann fangen die an zu wachsen wie blöd, wandern im Körper rum, vermehren sich und machen die gesunden Zellen kaputt. Und das ist dann Krebs. Und das führt eben immer zum Tod. Also Krebs, auch wenn es irgendwo steht, es ist Quatsch, Krebs ist ohne eine Therapie nicht von selber heilbar. Ja. Weiß man denn, warum ein Mensch Krebs bekommt? Also warum habe ich zum Beispiel Krebs bekommen? Das habe ich mich damals auch oft gefragt und die Frage wurde auch oft in meiner Community gestellt. Also bei Kindern und jungen Menschen müssen wir ganz oft sagen, wir wissen es einfach nicht. Die sind zu jung, die haben ja nichts Böses getan, also nicht geraucht, nicht schlecht gegessen, nicht zu viel rumgeflogen im Flugzeug.
Manchmal ist es angeboren, aber die allermeisten Kinder, da wissen wir es einfach nicht. Da sagen wir, es ist Pech, das ist wie ein Unfall. Dann hatte ich Pech. Du hattest Pech tatsächlich, ja. Und bei mir war es dann auch so, dass andere Kinder Angst hatten, dass ich sie mit Krebs anstecken könnte. Und bei Instagram und TikTok werde ich auch echt oft gefragt, ob Krebs ansteckend ist. Aber das ist ja definitiv nicht so, oder? Nein, das ist wirklich Quatsch. Ja. Also es ist überhaupt nicht ansteckend. Ihr könnt euch küssen, nahe kommen, umarmen. Krebs ist nicht ansteckend. Und gibt es denn irgendwas, womit man sich schützen kann, damit man keinen Krebs bekommt? Nee, leider gibt es nichts, womit du dich 100% schützen kannst. Du kannst einfach auf deinen Körper aufpassen und da gehört vor allem Rauchen dazu. Rauch nicht. Rauchen ist echt für alles kacke. Darmkrebs, Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs. Auch zu viel trinken ist sicher nicht gut. Schlechtes Essen auf Dauer nicht gut. Zu dick sein nicht gut. Also gut ist, wenn man sich bewusst ernährt, vernünftig ernährt, regelmäßig Sport treibt und einfach auf sich achtet. Zum Arzt geht, wenn es einem nicht gut geht. Ja. Mehr kannst du nicht machen, aber 100% schützen, das funktioniert nicht. Und wenn jetzt jemand die Diagnose Krebs bekommt, dann gibt es ja richtig verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Wie genau funktioniert es denn jetzt genau, also die einzelnen Behandlungen, wie die Chemo oder die Bestrahlung? Und wonach entscheiden Sie, wann Sie was machen? Das ist super kompliziert. Was gibt man? Also Chemotherapie ist ja Zellgift, das auf alles im Körper wirkt, das sich teilt und vermehrt. Deswegen fallen zum Beispiel die Haare aus. Weil sich Haarzellen schnell teilen. So ist es, genau. Oder Blut. Wenn wir Chemo geben, sagt man ja, oh, die Menschen sind immungeschwächt, weil wir eben im Blut dann die Blutzellen auch zerstören, obwohl wir die vielleicht gar nicht zerstören wollen. Wir wollen nur den Lymphknotenkrebs wie bei dir zerstören. Dann gibt es noch Strahlentherapie. Strahlen ist wie Röntgenstrahlen, nur viel, viel stärker. Die verbrennen sozusagen an einer Stelle einen Tumor. Und es gibt die Operation. Das sind die drei Hauptwege, die ich gehen kann. Und welche ich dann nehme, hängt ganz von der Tumorart ab und auch von dem Ansprechen. Bei den Kindern ist es so, dass wir ganz feste Therapieprotokolle haben. Also im Grunde standardisierte Therapien, die ein Arzt nehmen sollte. Weil wir einfach wissen, das ist der beste Weg, ein Kind mit Krebs gesund zu machen. Mhm. Und deswegen heilen wir auch 80% der Kinder mit Krebs. Gut. Viel, viel mehr wie Erwachsene. Und Frau Dr. Blattmann, wann gilt man denn als geheilt? Also wir sagen so nach 5 bis 10 Jahren, nach Ende der Therapie, wäre bei dir jetzt im Grunde so, hängt auch ein bisschen von der Krebsart ab. Also dein Krebs, Lymphdrüsenkrebs oder Leukämien, kann man sagen, die kommen nach 5 Jahren. Wenn du 5 Jahre nach Therapiebeende immer noch gesund bist, kommt diese Krebsart nicht wieder. Es gibt andere Krebsarten, die können auch mal bis zu 10 Jahre nach Behandlungsende noch auftauchen. Ich bin ja jetzt schon 6 Jahre krebsfrei, aber wenn man dann geheilt ist, heißt es dann, dass man nie wieder Krebs bekommen kann? Nee, leider nicht. Das ist nicht so. Also wenn wir sagen, du giltst als geheilt, geheilt von dieser Krebserkrankung. Natürlich kann in deinem Leben, wenn du 100 Jahre alt wirst, in den nächsten 70 Jahren, kann auch ein anderer Krebs kommen. Ja. Und wir wissen halt auch leider, dass weil du eine Chemo hattest und schon Krebs hattest, ist dein Risiko, wieder Krebs zu kriegen, höher wie für jemanden, der noch keine Chemotherapie hatte. Das ist so irgendwie zwischen 2 und 5%. Das heißt, 2 bis 5 Kindern von 100 Kindern, die mal Krebs hatten, kriegen irgendwann mal wieder irgendeine andere Krebsart. Im Laufe des Lebens. Okay. Weil wir die Chemo gemacht haben. Weil die Chemo eben auch in gesunde Zellen, in gesundes Gewebe halt eingreift als Nebenwirkung. Ich habe ja auch echt schlimm reagiert auf die Chemo mit Übelkeit und ich hatte Mukositis, ist die Schleimhautentzündung. Ich hatte alles, was man haben kann, obwohl ich eine richtig schwache Chemo hatte. Das war nicht so cool. Das weiß ich noch. Auch das ist eben sehr unterschiedlich. Also nicht jeder, manche stecken das total gut weg, die haben wenig Probleme und andere, die leiden total, die haben schwerste Komplikationen. Ja. Als ich gesund war, hatte ich ja nochmal ein Abschlussgespräch mit einer Ärztin und die hat mir gesagt, dass ich jetzt ganz arg auf meinen Körper aufpassen soll, also viel mehr als andere auf ihren Körper aufpassen müssen, weil ich halt eben schon eine Chemo hatte und eine Chemo extrem viel Energie verbraucht. Warum ist es denn so wichtig, dass man, nachdem man Krebs hatte, besonders gut auf sich aufpasst und worauf sollte man achten, Frau Blattmann? Also einmal darauf achten, dass der Krebs nicht wiederkommt, das tun wir ja auch so bis 10 Jahre nach Behandlungsende. Und dann darauf achten, weil du eben irgendwann mal wieder auch Krebs kriegen kannst, dass wenn du mal wieder irgendwie Schmerzen hast, dicke Lymphknoten hast, dich schlecht fühlst, dass du eher zum Arzt gehst und sagst, Achtung, ich hatte mal als Kind Krebs. Ja. Und eben das Wissen, dass du Chemo hattest und deine Organe schon ganz schön viel
in Anführungsstrichen Müll gesehen haben. Also du musst einfach aufpassen, dass du jetzt nicht übertrieben zum Beispiel mal 2 Tage einfach nichts trinkst oder irgend sowas Verrücktes machst, dass du eben jetzt nicht mit Drogen dich zusätzlich stresst, das Rauchen eben. Nee. Also bewusster leben und wenn du dich nicht gut fühlst, eher mal zum Arzt gehen und dann vielleicht auch zu einem Arzt, der sich auch mit Krebserkrankungen auskennt. Ja. Aber das mache ich alles. Also ich lebe ja seit meiner Erkrankung auch nochmal deutlich bewusster und passe sehr gut auf mich auf. Danke, Frau Dr. Blattmann, dass Sie heute hier waren und sich extra Zeit genommen haben. Ich habe mich mega gefreut. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, Jule. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute und Dankeschön. Vor allem für deine Community. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Das nehme ich mit. Egal, ob man schon mal Krebs hatte oder nicht, es ist wichtig, bewusst zu leben, sich ausreichend zu bewegen, gesund zu essen und nicht zu rauchen. Und Leute, Krebs ist nicht ansteckend. Die Erkrankung kann jeder Mensch bekommen, aber sie wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Für alle von euch, die Krebs haben oder die jemanden kennen aus dem Umkreis, der Krebs hat, bleibt optimistisch und glaubt daran, dass ihr oder die betroffene Person wieder gesund werdet. So ihr Lieben, die Folge ist schon wieder vorbei. Diesmal ging es um mein absolutes Herzensthema und ich habe viel über meine Krebserkrankung und Krebs allgemein erfahren. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, welche Infos für euch neu waren. Vielleicht hattet ihr auch selbst schon Krebs und wollt eure Geschichte mit uns in den Kommentaren teilen. Ich packe euch den Link dazu in die Podcast-Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert unbedingt den Podcast und lasst eine Bewertung da. Ich freue mich riesig darüber. Bis zum nächsten Mal.